worauf kommt es eigentlich an? Dass uns Musik etwas sagt, dass sie uns berührt, wie man so schön sagt. Und das ist aber genauso wichtig, wie jetzt dem Komponisten gerecht zu werden, also dessen Werke richtig umzusetzen. Und aus beidem kommt die hohe pädagogische Kunst. In den Proben sind wir zwar verbal unterwegs und können verbal korrigieren, aber im Konzert nicht mehr. Da helfen uns nur unsere Gesten und die sind ganz entscheidend, wie die auf die Musik eingehen und wie die auf die Interpreten eingehen. Das ist schon ganz entscheidend, wie wir mit unserem Körper umgehen. Denn der Dirigent, der braucht seinen Körper, um das Nonverbale zu vermitteln. Und das ist die entscheidende Sache. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Ausbildung, sondern eine Frage der mitteleuropäischen Mentalität, dass wir zu wenig körperbetont und zu kopfbetont sind. Und daher gibt es auch bei vielen Dirigenten das Problem, dass sie das alles nur vom Intellekt steuern wollen. Dabei kann der Körper viel mehr helfen, als wir denken.